Im Monat März konnten wir endlich mal wieder anderen Leuten beim Schneeräumen zusehen. Auch hungrige Füchse bekommen einen Eintrag ins Tagebuch der Erde, brütende Adler und, weil die Meere immer wärmer werden, kaputte Korallen. Und schließlich ein Satellit, an dem viele Klimahoffnungen hängen. Fangen wir aber mal mit ganz anderen Flugobjekten an. Im kleinen Dorf Pingxi auf Taiwan werden zum Frühlingsfest Wunschlaternen auf die Himmelsreise geschickt. Aber damit nicht genug. Weil sich herumgesprochen hat, dass man hier Wünsche auf Laternen schreiben kann, kommen immer mehr Touristen mit immer mehr Wünschen und natürlich mehr Laternen, auf die sie ihre Wünsche schreiben. Gesundheit, Liebesglück und die überfällige Beförderung. Manchmal sieht man Dutzende, sogar Hunderte Laternen am Himmel, sagt Herr Chu. Der ist Lehrer in Pingxi und hat es satt, die erschlafften Ballons über dem örtlichen Wald niedergehen zu sehen. Und weil Herr Chu Lehrer ist, konnte er seine Klasse motivieren, am Wandertag ins Gehölz zu steigen, um Laternenmüll zu bergen. Und dabei zu überlegen, ob die Sache mit den Wunschballons wirklich so eine gute Idee ist. Ab jetzt werde ich mir jedenfalls gut überlegen, ob ich eine Laterne fliegen lasse, meint Chi Chun. Vielleicht wäre es das Beste, man würde ganz damit aufhören. Und während die Kinder in Taiwan stolz darauf sind, dass sie ihren Wald sauber halten, ist dieser aufgeregte Herr stolz darauf, dass seine Leute das Meer verseuchen. Wir haben wieder erfolgreich ein Schiff angegriffen, freut er sich. Das Rote Meer, wo die Houthis aus dem Jemen neuerdings Handelsschiffe versenken, könnte bald zum Toten Meer werden. Denn ein Cocktail aus Schiffsdiesel und Düngemittel bedroht Fische, Korallen, Trinkwasser und die Küstenfischerei. Diese Katastrophe betrifft alle Bewohner von Meer und Küste, sagt ihr Sprecher, Herr Al-Matachi. Die giftigen Chemikalien werden das Wasser auf Jahre hinaus verpesten. Und dann werden sie wie immer durchgereicht bis ans Ende der Nahrungskette. Auch ohne Ammoniumphosphat kämpfen die Korallen überall ums Überleben. In 25 Jahren, so schätzt die UNO, könnten Erderwärmung und saures Wasser sie ausradiert haben. Die sensiblen Nesseltierchen wachsen am Meeresgrund nur 1 Zentimeter pro Jahr. Aber hier im Becken in Dubai züchten Wissenschaftler Turbokorallen und hoffen damit, die traurigen Riffreste weltweit wieder aufzubauen. Wir schaffen hier mit Wellen, Wärme und Licht eine Umgebung, in der die Koralle sich gegen die Gefahren des Klimawandels behaupten kann, erklärt Korallenzüchter Herr Hamdi. Zersägt und umgetopft entwickelt die Kulturkoralle einen enormen Ehrgeiz und wächst 50 Mal schneller als ihre Cousine im Ozean. Aber sie wächst leider nicht so schnell, wie die Meerestemperaturen steigen. Und auch wenn die Strandurlauber sich freuen, dass sie beim Wasserball keine kalten Füße mehr bekommen, freuen sich Klimaforscher wie Carlo Buontempo nicht. Die durchschnittliche Temperatur der eisfreien Meere lag im Februar bei 21,6 Grad. Das ist ein neuer Rekord. Und sie war noch wärmer als die vom August 23. Und nicht nur die Ozeane sind betroffen. Auch am Genfer See ist das Wasser inzwischen so warm wie nie. Das freut Berufsfischer Eric Jacquier, denn den Barschen bekommt der Temperaturanstieg offenbar gut. Wir sind die Gewinner des Klimawandels. Schauen Sie sich diese Prachtfische an.
Und solange von den Gletschern kaltes Wasser nachfließt, müssen wir uns um den See keine Sorgen machen. Sorgen macht sich trotzdem Marie Pergat von der Uni Lausanne, denn das Gewässer droht zu kippen. Normalerweise wird das Wasser bis 170 Meter mit Sauerstoff versorgt, erklärt sie. Aber seit 12 Jahren hat der Sauerstoff den Grund des Sees im Winter nicht mehr erreicht. Wie es der Zufall will, hat die UNO ihren Zweitwohnsitz am Genfer See. Und da legten ihre Meteorologen ihren jährlichen Weltklimabericht vor. Kurzfassung: 2023 gab es überall Hitzerekorde. Der Planet funkt SOS, kommentierte Generalsekretär Guterres. Wir stehen am Abgrund. Immer mehr Extremwetter, wie die Regengüsse im Irak. Oder der neue Hitzerekord in Rio, gefühlte 62 Grad. Oder der späte Wintereinbruch in China, der einmal mehr deutlich macht, der Winter ist nicht weg, er ist nur woanders. Dieser ist in Algerien. Und dieser versiegelte einen Tunnel in Norditalien. 6000 Touristen steckten fest, zum Glück nicht im Tunnel. Es schneite auch in Saudi-Arabien, aber das hatte wohl eher mit dem großen Ski-Event zu tun. Wüste ist mittlerweile kein Grund mehr, sich nicht auch mal für die Olympischen Winterspiele zu bewerben. Viel Sportsgeist braucht, wer heute mit dem Hund raus will. Wir hatten Kalifornien in diesem Jahr ja schon mit Monsterwellen und Überschwemmungen, aber im März gibt es noch eine Schippe Schnee obendrauf. 3 Meter, um genau zu sein, im Skigebiet von Norden. Also Norden heißt der Ort und er liegt eher im Westen auf über 2000 Metern Höhe. In Squaw Valley nebenan war schon mal Olympia. Also ist Schnee hier kein Unbekannter. Schon gar nicht für Schneeräumveteran Kyle. Ja, meint er, das ist schon ziemlich anständig, aber nicht rekordverdächtig. Trotzdem ziemlich gut. Überraschend kommt das alles sowieso nicht, denn unter El Niño-Einfluss, weiß der Wetterkundler, da kriegt die US-Westküste immer besonders viel Niederschlag ab. Und während sich der Fifi beherzt, aber mühevoll den Weg zum Leckerli bahnt, trippelt Gevatter Polarfuchs leichtfüßig über die Schneeflächen der norwegischen Wildnis. Offenbar unbekümmert von der Tatsache, dass seine Spezies um ein Haar ausgestorben wäre. Und das nicht, weil er in einer extrem ungastlichen Umgebung wohnt, sondern weil der Mensch ihn als Futter für seine Mützen brauchte. Jedoch findet nun der Fuchs immer weniger Futter, denn seine Leibspeise, Lemminge und andere bodennahe Nager werden plötzlich knapp. Das hat was mit der Erderwärmung zu tun. Wenn das Klima instabil wird und der Schnee schmilzt und am Boden vereist, dann verlieren die Lemminge ihren Lebensraum. Damit die Füchse nicht verhungern, stellt Fuchsforscherin Christine Uvland solche Imbissstationen auf. Darin lecker Trockenfutter. So ist es in 18 Jahren gelungen, die Population von 50 auf 550 zu vergrößern. Na komm schon, hau rein. Weiter nördlich geht den Rentieren die Nahrung aus.
Flechten, Moose, Blätter gäbe es reichlich im Wald, aber es gibt halt immer weniger Wald, beklagen Rentierzüchter wie Sanna Hast. Der natürlich gewachsene Wald, von dem die Rentiere sich ernährt haben, der geht verloren. Und dann bleibt nur das hier. Dabei sind die putzigen Hirsche eine Geheimwaffe gegen die Erderwärmung, die am Polarkreis viermal schneller voranschreitet als anderswo. Sie treten nämlich den Boden fest. Der bleibt dann schön kalt und der Permafrost gibt kein Methan frei, das dem Klima noch mehr zusetzt als CO2. Das Tückische? Man kann es nur mit Spezialkameras sehen. Wenn es aus der Gaswirtschaft entweicht, aus den Mägen von Wiederkäuern oder eben aus dem Permafrost. Da setzen Klimaforscher große Hoffnungen in einen neuen Satelliten, der jedes Methanleck orten kann, während er 15 Mal am Tag die Erde umrundet. Dann können die Methansünder ertappt und zum Einschreiten verpflichtet werden. Das haben sich die Staaten neulich beim Klimatreffen in Dubai versprochen. So sieht es aus, wenn im Thermalbad plötzlich die Heizung explodiert. Auf Island ist schon wieder Vulkanalarm. Wer dachte, die Sache wäre im Januar-Tagebuch ausgestanden, der lag falsch. 3 Kilometer misst der Riss, der Spalt, der Feuergraben. Ein Hauch von Mordor im Nordatlantik. Schön anzusehen bei Nacht, bei Lichte betrachtet, aber doch eher unattraktiv und nicht gut für den Verkehrsfluss. Die Trauergemeinde im Central Park nimmt Abschied von einem ganz besonderen Vogel. Flacco hat uns zusammengebracht und in Verbindung mit der Natur. Ein Jahr lang hatte Flacco, der Uhu, Ausbrecher aus dem Zoo, die New Yorker entzückt. He's just so, so beautiful. And he's just sitting there staring at us. Bis er tragischerweise an einer ihrer Glasfassaden sein Ende fand. Da wird der naturferne Stadtbewohner immer ganz sentimental, wenn ihm eine Kreatur, besonders eine Wilde, plötzlich so liebenswert, kurzum so menschlich erscheint, dann kann er ihr auch eine berührende Grabrede halten. Dann haben viele das Gefühl, Tiere seien doch die besseren Menschen. Noch eine Vogelstory. Diese kommt aus London. Genauer vom Tower. Da haben die Raben nämlich einen neuen Rabenvater bekommen. Das ist er, Michael Chandler. Man sieht es ihm nicht sofort an, aber auf seinen Schultern lastet das Schicksal der Monarchie. Einer Legende zufolge müssen nämlich immer mindestens 6 Raben im Tower hausen, sonst stürzt der Turm ein und das Königreich gleich mit. Kein Wunder, dass Rabenwart Chandler die Krakela gerne bei Laune hält. Ich nehme meine Pflichten sehr ernst, gesteht er. Es weiß ja keiner, ob die Legende nicht doch stimmt, denn es waren ja immer mindestens 6 Raben im Turm. Und das bleibt auch so, dafür werde ich sorgen. Da können die Königs also beruhigt weiter in ihren goldenen Bettchen schlafen. Und am Schluss letztmalig in den Schnee, den kalifornischen. Am Big Bear Lake, östlich von Los Angeles,
teilt sich ein modernes Weißkopf-Seeadlerpaar die Brutpflichten auf 3 Eiern. Tag und Nacht beobachtet von wohlgesinnten Naturfreunden. Auf YouTube kann die ganze Welt dem amerikanischen Wappentier ins Nest schauen. Ein paar tausend sind immer live dabei, bei Mutter Jackie und Vater Shadow. Vielleicht zeigen sie uns ja im nächsten Tagebuch ihre Küken. Aber jetzt ist ja erst mal Ostern.